willkommen zu einem neuen Fangame. Endlich! Und ich habe mir gedacht, da wir ja jetzt in der Weihnachtszeit sind, suche ich mir mal ein themenbezogenes Spiel raus, ja. I wanna wish you a Merry Christmas. Ganz in dem Sinne wünsche ich euch natürlich wirklich frohe Weihnachten. Auch wenn wir noch nicht ganz Weihnachten haben. Aber ich weiß noch nicht ganz genau, wann ich das hochladen kann, von daher. Ne? So, es hat jetzt erstmal ein kleines Päuschen gegeben, das daran liegt, dass die Weihnachtszeit, die angeblich so besinnliche Weihnachtszeit, meiner Meinung nach bald die stressigste Zeit im Jahr ist. Ja? Also bei uns in der Verwandtschaft und so fallen Geburtstage in diese Zeit, dummerweise. Es fallen die ganze Aktion, Geschenke, wo, wie, was, wieso, weshalb. Und dann halt für die Geburtstage gleich zweimal. Dann die Uni hat sich auch gedacht, alle Tests schieben wir nochmal so in die Weihnachtszeit rein, beziehungsweise in die Adventszeit rein. Das ist einfach wunderbar. Also ich habe momentan mehr als genug zu tun eigentlich, aber da ich sowieso was für Weihnachten machen wollte, so videotechnisch, und da die Fangames sowieso gerade Päuschen gemacht haben, denke ich mir, das passt ganz gut. Ich habe das Spiel noch nicht wirklich angeguckt, aber der Titlescreen hat mich eigentlich überzeugt, von daher. So, was müssen wir drücken? So, wir nennen natürlich Hard. Ich glaube nicht, dass man Impossible mit Doppel-P und mit einem S schreibt, lieber Ersteller. Vielleicht wird das auch ein schnelles Spiel. Ich habe auch keine Ahnung, wie lang das Spiel ist. Okay. Oh. Lol. Moment, was? Was hat mich da... Die Socke, oder was? Was weiß der nicht. Ich hätte mal, dass mich hier alles tötet einfach. Soll ich die Knillstätten töten oder was? Also ich meine, er macht einen Sound. Oh, ich kann ihn auf jeden Fall töten. Okay, das sieht jetzt so im ersten Moment mal gar nicht so schlecht aus. So, rein theoretisch. Oh mein Gott. Aber ich muss die Typen ja nicht töten, oder? Ach. Okay. Trap Game. Na gut, ja, und wie gesagt, das wird jetzt erstmal die Beschäftigung für die nächste Zeit. Gucken wir mal, wie lange das anhält hier. Ich habe noch ein paar andere Fangames auf der Agenda. Wieder wären zum Beispiel. Setpunkt. Cool. Oh. Wieder wären zum Beispiel das 8-Bit-Spiel oder I Wanna Be The... Wie ist das denn überhaupt? Dann richtig... I Wanna Be 8-Bit oder was? Ich hab keine Ahnung. Oh mein Gott. Klappt der Sprung? Klappt der sogar wirklich. Okay. Also ich hoffe, dass das Spiel noch mehr zu bieten hat als diese springenden... springenden Schneemann-Typen und eine Trap in jedem Raum. Aber ja, ich habe mir das Spiel überhaupt nicht angeguckt, ich hab einfach nur auf den Namen geachtet und dann gesagt, ja, kann man mal machen, ne? So. Haben wir mit mehr Traps zu rechnen? Das ist jetzt ein bisschen doof mit dem Schleicherpunkt, ne? Hätte vielleicht nicht so lange warten sollen. Okay. Whatever. Ah, und da ist eine Tür. Ja, easy! Oh. Okay, I see what you did there. Das war an sich ganz cool. Boah, Alter. Okay, der Sprung ist knapp. Okay. Ich muss gerade sagen, ich habe das ja aus dieser Seite... Oh, die Musik könnte ein bisschen laut sein, ne? Na egal, ich muss dann nachkorrigieren. Ich habe das ja aus dieser Seite runtergeladen, oder auf die Seite runtergeladen, wo man diese ganzen Fangames und auch also wirklich alle Fangames findet. Das heißt auch teilweise die wirklich super schlechten. Fuck. Und da bin ich gerade schon ein bisschen froh, dass das Spiel nicht, zumindest nicht ganz grauenhaft schlecht ist. Also es geht. Es hat coole Grafiken, die
die Ideen sind nicht nur verkehrt, auch wenn die ersten drei auch mal dreimal dasselbe waren im Endeffekt. Und ja, mag ich. Finde ich gut. Und wie gesagt, das passt halt. Momentan. Alter, der Typ kommt mir ein bisschen nah gerade. Ach. Kann ich irgendwie mehr Raum zwischen mich und den Typen bringen? Ach gut, beim ersten Mal muss ich gar nicht springen. LOL! Och man, da habe ich irgendwie nicht gejumpt. Warum auch immer. Da war keine Weihnachtsmusik mehr. Weil ich ja mal gespannt bin, ob ich schon wieder GEMA-technischen Strike kriege wegen diesem Anfangsscreen. Weil das war ja irgendein Weihnachtslied. Weihnachtslied hier einfügen. Keine Ahnung, wie es genau ist. Okay, ist dann alles hat Soundeffekte und so. Das hört sich echt ganz cool so. Okay, ja, das reicht jetzt. Ach scheiße, die Kacke kommt ja wieder. Oh. Okay, aber ich hätte es fast geschafft. Und ich kann die Theorie auch kaputt machen, oder? Der hat noch gar nicht mal so viel aus. Und wie gesagt, es kommt mir jetzt aber auch nicht vor wie das schwerste Spiel der Welt. Aber danach habe ich ja an sich noch nicht gefragt, weil ich habe ja immer noch Camellia. An sich ist das ja immer noch ein Ersatzprojekt. Scheiße. Aber apropos Camellia, dementsprechend, ich bin auch noch kein bisschen zu Camellia gekommen. Warum springe ich da? Weiß ich gar nicht. Das ist einfach momentan zeitlich nicht drin. Aber ich denke mal, spätestens nach Weihnachten sieht das alles wieder ganz anders aus. Wobei, nicht ganz anders, aber... Alter. Okay. Gut. Fand ich cool jetzt. Oh, neues Prinzip, was haben wir hier? Blöcke, die wir verschieben können, okay. Achso, Moment, das ist ein Switch, ne? Och. Das hätte ich jetzt eigentlich nicht wirklich gebraucht. Okay. Dann kann ich sie anfangen. Wobei, und dann. Ah doch. Cool. Kann ich mir zumindest ein Ding sehr sparen, ja. Ach komm. Aber das ist an sich auch ganz. Wie gesagt, ich bin gerade schon ein bisschen froh, dass das Spiel nicht ganz grütze ist. Ach scheiße. Wir werden halt... Ach, fuck. Fuck! Ah, oh, ich bin ein Hirn. Dann muss ich den zweiten Block muss ich natürlich so runterschießen. Und wo ich ganz froh bin... Wobei... Nee, wo ich ganz froh bin... Obwohl das alles Eis ist und Eis-Theme und so, bin ich nicht die ganze Zeit am Schlittern. Das hätte man jetzt auch erwarten können, so an sich. Ach komm... Ach komm! So, und so. Ach fuck you. Na klar. Ich bin halt momentan auch so krass raus aus dem ganzen Fangame-Gedims. Als ob ich hier jemals einen Sprung fürs 2 machen würde. Also einen Sprung mit Spikes, so genau. Von daher. Okay. Jetzt bitte nicht noch irgendwie einen Trap da reinbauen. Ach fuck, doch die Bitches sind immer noch nicht ganz fertig. Komm ich da so hoch? Nope. Okay.
Wie soll das funktionieren? Blöd ist halt, dass ich jetzt wieder von hier unten starten muss, immer. Gut. Ich weiß übrigens auch gar nicht, wer das Spiel hier gemacht hat. Cool. Ohne einen einzigen Sprung machen zu müssen. Scheiße, ne? Wie mach ich das denn? Ach, komm, fuck you, Mann. Okay, also man muss, im Endeffekt muss man nicht einen Sprung machen. Weil man ja noch Zeit hat, da hochzukommen. Was ich ganz cool finde. Auch wenn ich nicht weiß, ob es gewollt ist, aber... Nein. Oh, fuck doch die... Nee. Nee. Hä, wie soll das denn überhaupt funktionieren? Ich bin gerade echt hart verwirrt. Okay. Also noch habe ich es nicht ganz gerafft, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber vielleicht wird das noch. Leute, spannend, ich muss die Musik... Oh mein Gott, da habe ich verpennt. Ich muss diese Musik ernsthaft noch ein bisschen runterdrehen. Ist ja einfach mal way too loud hier gerade. Aber wie gesagt, das mache ich dann in der Nachbearbeitung. Lol. Ja, easy. Im Endeffekt muss ich den doch da runterschießen. So, und jetzt? Ach, da musst du aber auch springen, du Nulpenkopf. Aber ich glaube, das war der Trick. Aber das klingt ganz cool hier, so mit den Rätseln und so. Doch, mag ich. Das ist alles Custom Sprites. Ich weiß nicht, ich bin immer noch so, gerade so ein bisschen davon geflasht, dass das Spiel echt gut ist. Also, was heißt gut? Und ist auf jeden Fall nicht schlecht. So. So. Ach, ficken. Aber es hätte auch schon gereicht. Ja. Ja. Und ich hoffe, dass ihr, die drei Mann, die gerade zugucken, dann übrigens auch eine besinnlichere Weihnachtszeit, zumindest bis zu dem Punkt, wir hatten, oder eventuell auch noch haben werden, als ich die, ach, komm, ernsthaft? Als ich die erlebt habe. Jawohl, ja, so geht's nämlich. So. Ist doch, okay, ist nicht richtig. Schade. Ich glaube, dann müssen wir mal... So, denke ich. Ach. Ne? Das war jetzt auch nicht richtig. Hä? Wait, what? Nee, aber hä? Ja, nee, aber hä? Das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Welcher muss denn als erstes? Muss der erste? Nee. Das ist 100% der hinten rein muss, aber... Das heißt... Achso, und ich kann natürlich auch da raus... Nee, das ist keine gute Idee, die rauszuschieben. Oder? Ja. Da fallen die dann so straight runter. Alter, viel Spaß. Achso, aber sowas kann ich natürlich machen, ne? Das sah halt gar nicht mal so mies aus unbedingt. Ach komm. Ist das dein Ernst oder was? So, ich will, dass du da oben drauf gehst. Nein, das ist nicht oben drauf. Och man. Da muss ich den vielleicht einfach stehen lassen. Geht das so?
Leute, jetzt habe ich ihn. Was? Genau, der war. Doch, das funktioniert jetzt hier. Okay, und keine Spikes. Finde ich gut. Da man ja schon vorher gerätselt hat. Das ist okay. That's fine with me. So, was haben wir jetzt hier? Okay, das ist definitiv nicht der Plan. Fuck, hier ist so viel Zeugs. Ja, okay, das ist bestimmt auch nicht der Plan. Hey, bin übermäßig, über... krass verwirrt. What the fuck? What the fuck am I supposed to do here? Ach, scheiße. Hä? Nee. Ja, das kann doch nicht sein. Ja, jetzt mal ohne Spaß. Was soll ich denn hier machen? Da kann ich nicht hoch, oder? Nee, aber das wird noch nichts bringen. Jetzt wollen wir mal gerade gucken. Ich habe eine Idee. Sherlock, ich habe eine Idee. Ach, fuck you. Na, da muss ich wieder so reinjumpen. Dann da oben das und dann, ja. Okay, okay. Ich glaube, ich habe das Rätsel gelöst. So, den muss ich natürlich. Ach, deine Oma, ey. Aber so weit so gut. Ich denke, mittlerweile hat jeder auch das Rätsel durchblickt. Das ist natürlich ganz cool. Wenn man so ein Sekündchen erstmal drüber nachdenken muss. Ach du Scheiße. Mag ich. Ah. Sehr gut, dass das genau davor liegen bleibt. So, da dachte ich mir nämlich. So, jetzt droppt er nämlich da runter und jetzt komme ich da hinterher jumpen und bin da. Fucking huge! Es war so klar, irgendwo musste eine Trap kommen. In den ersten Räumen war überall eine Trap einfach. Das hat sich gerade halt da ernsthaft angeboten. Na egal, ist jetzt nicht so, als wäre es so schwer gewesen. Der Gedankengang dahinter ist, glaube ich, erstmal das, worauf man kommen muss. Ja, das mag ich. Ach, ja. Ich bewege mich halt dann nicht. Muss ich gleich auch mal gucken, wo ich da lang kann, in dem Spike-Wahnsinn, der da runterkommt. Da gibt ja bestimmt irgendwo einen Weg, aber... So. So. Der einzige Minuspunkt, der das Spiel natürlich wieder hat, zumindest bis jetzt, ist, dass ich noch keinen, oder dass es keine Möglichkeit gibt, ich glaube, ich sehe, wo ich lang kann. Ja. Dass ich noch keine Möglichkeit, oder es keine Möglichkeit gibt, die Steuerung zu ändern. Das heißt, ich spiele jetzt wieder auf der englischen Tastatur. Was nicht nur verkehrt ist. So, das ist der erste Boss, oder was? Weihnachtskit! Was muss ich machen? Muss ich einfach nur überleben? Was sieht das schwer danach aus? Alter. Das ist halt jetzt gerade so ein bisschen. Woran? Ja, sicher, macht doch noch ein paar mehr Angriffe. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wann was passiert. Also. Ja. Es ist gerade so unfassbar lucky, dass ich noch lebe. Ja, da bin ich tot. So, jetzt erklärt mir mal einer, wie ich den angreifen soll. Oder muss ich einfach nur überleben? Gucken wir einfach mal. Also, der ist ja anscheinend schneller geworden. Das heißt, ich schätze mal, man muss einfach nur überleben. Gegen Weihnachtskit. Ich werde jetzt einfach hier unten in der Ecke stellen und dann hoffe ich, dass ich überlebe. Alter.
Ja, das ist so goddamn scary. Ja, ich check nicht ganz, wann er was macht. Ach, fuck you, genau reingedummt. Kann man das irgendwo dran erkennen? Ob er jetzt die mir hinterher schickt oder was er tut? Bin mal da am Jumpen, aber. Ach Gott, der war natürlich genau in ihr Gehirn eingesetzt. Aber das kann man nicht erkennen, weil da musst du raten, ob was das jetzt ist. Okay.